Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Hallo und einen schönen Sonntag vor dem Schulanfang wünscht euch Bianca Wüst aus Dirmstein. Die Segnung der Kinder beginnt nicht freundlich, sondern zuerst hart mit einer Zurückweisung. Doch das, wie würde man heute sagen, konnte Jesus gar nicht abhaben. Und lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, war seine Antwort. Ihr Schüler dürft wiederkommen, zurück in die Schule. Oder als Schulanfänger, ganz aufgeregt, geht ihr etwas Neuem entgegen. Ihr Erwachsenen, die ihr vielleicht Urlaub hattet von der Arbeitswelt, ihr alle kehrt wieder zurück in den Alltag. Aber ob Schüler oder Eltern, angenommen sind wir alle. Mit offenen Armen sind wir alle willkommen. Wenn es für viele, wie es gerne heißt, der Ernst des Lebens beginnt, nehmt es nicht zu ernst. Ihr Eltern im Berufsleben, werdet mal wieder wie früher, wie ein Kind. Dann könnt ihr im Arbeitsalltag so manches viel leichter angehen. Behalten wir uns alle das Kindliche, das immer in uns ist. Und sei es bei manchen auch ganz tief verborgen, in jedem von uns steckt noch immer ein Stück Kind. Denken wir heute alle an unsere Taufe, wo wir zu Gott gebracht wurden, nicht weggeschickt, sondern angenommen. Für immer wurden wir durch unsere Taufe. Wir alle, ob Schüler oder Erwachsene und in allen Lebenssituationen, sind wir angenommen. Angenommen durch unsere Taufe, wo wir alle zu Kinder Gottes und gesegnet wurden. Lasst uns voll Vertrauen beten, um einen guten Start in den Ernst des Lebens, um einen guten Start in das neue Schuljahr, um einen guten Start in den Arbeitsalltag, aber auch für alle Kinder, die keine Schule besuchen können und für alle Schüler, die sich in der Schule schwer tun. Sei du ihnen nahe und stärke sie auf ihren steinigen Wegen. Guter Gott, du bist da, wo Menschen sind. Du bist da, wo Leben ist. Du bist da, wo Menschen lieben. Du bist da, wo Menschen lernen. Du bist da, wo Menschen arbeiten. Du bist da, wo Menschen hoffen. Wir alle sind Menschen, sind Kinder, die auf dich hoffen. Bewahren wir uns alle diesen kindlichen Glauben, bleiben Kind oder werden wieder Kind, dann kommen auch wir in das Himmelreich. Dazu segne uns alle der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.